Du, Freunde, herzlich willkommen zu Super Mario Galaxy 2, heute Part 2. Und heute spielen wir natürlich ein paar Welten wieder. Und werden natürlich einige Sterne sammeln. So. Im letzten Part haben wir ja hier die Welt gemacht mit zwei Sternen und in der Welt, soweit ich weiß, einen, genau. So, wir werden natürlich hier den zweiten auch machen. Ja, klar. Klar wie Kloßbrühe. Ne? Und habe auch in den Kommentaren gesehen, dass einige das Spiel schon kennen, ne? Und es auch damals als Kinder gespielt haben. Oder in der Kindheit. Hört sich, glaube ich, besser an. In der Kindheit, ne? Ja. Freuen wir natürlich sehr zu hören, ne? Könnt natürlich gerne auch in den Kommentaren bewerten, wie ihr das Spiel findet, ne? Egal von 1 bis 10. Für mich ist es auf jeden Fall eine 10. Ich liebe das Spiel. So. Oh, wie mache ich den Schlag nochmal? So, okay. Alles gut, Leute. Ja. Können natürlich gerne ein Like da lassen, ne? Und ein Abo. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und aktiviert natürlich gerne die Glocke, damit ihr ein weiteres Video zu Mario Galaxy 2 verpassen werdet, ne? So, die sammeln wir schnell ein. So. Sehr schön. Getroffen? Ja, sehr gut. Wo kommt der hin? Hier? Ja, sehr gut. War schon zu schnell. Aha. Oh, ich dachte, wir sind oben. Was können wir denn hier unten machen? Da kommen wir nicht hoch. Kann ich auf die Planeten? Ui, das ist cool. Das ist echt cool gemacht in dem Spiel, ne? Ich glaube, das ist richtig schwer, das zu programmieren, oder? Dass das so geht. Oh, hier flackert wieder alles. Ja. Kann ja leider nichts verändern, Leute. Was ist das? Das liegt an den Wolken, weil ich das deaktiviert habe, dass hier dieser Nebelschleier ist und deswegen flackert das. So, ich wollte nur den One-Up. So. Schnell hier weg, damit es aufhört zu flackern. Ist ja sehr unangenehm in den Augen, ne? Generell sehr weit oben in der Welt ist das dann ab und zu, dass das so ist, ne? Immer ab einer gewissen Höhe, wo die Wolken eigentlich wären. Oh. Da haben wir ja locker noch geschafft. Hallo? Gut. Alles sammeln, falls irgendwas ist. Naja, okay. Dann kommt schon wieder ein Bossfight, ne? So wie in der ersten Welt mit der süßen Piranha-Pflanze aus dem Ei, ne? Oder Baby-Piranha-Pflanze vielleicht sogar. Ich glaube, der war ja als Lakito-König, oder? Würde ich mal sagen. Zack. Oh nee, so schieße ich. Das war schlecht. Schieß schnell. Sehr gut. Ah ja. Sei nicht so sauer, Kollege. Ja. Schnell. Scheiße, das war daneben. Oh. Schnell. Oh. Können wir den eigentlich unendlich ballen? Scheinbar ja. Ah, du Schweinebacke. Natürlich. Jetzt, schnell. Wie viele Leben hatten der? Drei wahrscheinlich, ne? Ja, der ist ganz sauber. Komm, gönn mal die Bullen. Aua! Oh. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Schnell weg! Gott. Jetzt beweg dich. Und jetzt haben wir dich, oder? Oh, doch nicht. Jetzt aber. Nein! Oh, wir gehen drauf. Ja. Mist. Ey, das ist echt schwer. Das ist echt schwer.
Skipper. So, den können wir ja easy machen. Wenn er mal schlecken würde hier, das ist Yoshi. Schleckt nicht so, wie ich es will. Da haben wir ihn. Nein, oh, was mache ich denn? Na, was war los? Ah, es ging schon schneller, ne? Wir können was. Wieso lachst du, hä? Du hast doch gar nicht getroffen. Boy, du lachst. Ich glaube, ich lache. Oh, scheiße, doch nicht. Alter, hä? Wie gut ist denn der? Spring! Ey, der ist zu gut für mich. Jetzt aber. Komm, beweg dich. Und dann wirf. Jetzt haben wir ihn. Was? Wieso ist der so gut? Das ist ja unfassbar. Jetzt. Ja! Boah, war das schwer. Oh, die arme Wolke. Wolke wollte ich gar nicht nieder. Jeden. Naja. Zack, den ersten Stern haben wir heute schon. Da freut er sich, der kleine Fratz. Gut, ja, SPC hilft sehr schön. So, was schalten wir jetzt frei? Okay. Oh, der kostet aber echt viel. 300. 300 haben wir, glaube ich, nicht, oder? Haben wir 300? Weiß es leider nicht, aber wir werden es sehen. Nee, haben wir nicht. Da brauchen wir die noch gar nicht füttern. Dann müssen wir die erst sammeln. Digga Lex Planet. Irgendwie witzig, der Name. Spin Dick Galaxy, okay. Ba-ba-ba. Da kann man doch bestimmt einen Trick machen, oder? Nee, geht nicht, okay. Aber hier. Nee, geht nicht. Okay, krass. Nicht schlecht. Aber ich weiß ja, wo es ist, wo wir lang müssen. Zack, damals. Kann man ja ganz einfach sehen. Ich will auch reden, Mensch. Alle einsammeln hier. Ah, da kommen Keulen wieder raus, okay. Ab nach unten. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich hin, oder? Kometenmünze, sehr gut. Hier hin? Nee. Ah, ich sehe schon. Hab verstanden.
Wir müssen hier rein. Oh, oh, oh. Wir müssen hier rein. Zack. Dann müssen wir nach rechts laufen und hier runter. Ah, easy. Oh, das war knapp. Gott. Da müssen wir nicht hin. Alter, die Blumen sind echt asi. Hä, wo müssen wir denn sonst hin? Oh Mann. Oh mein Gott. Die hat mich fast runtergebackt. Na doch, da hinten hin. Geht's da weiter? Ey, das ist doch asi. Du direkt Blume. Aha. Wait up. Warte. Ah, okay, wir müssen noch hier. Ich dachte, hier ist nichts. So. Boah, das ist so cool gemacht in dem Spiel, ne? Dass man überall rein kann und so. Das mag ich sehr. Sehr viel Liebe zum Detail. Ah, Captain Toad, was machst du denn hier? Ah, soll ich dich fressen? Womit kann ich dich fressen? Haben wir nicht mal. Nee. Zack. Schon wieder ein Boss? Okay. Da müssen wir unten in seinem Glasding reinbohren wahrscheinlich. Ja. So sieht's aus, Leute. Das ist alles soziales, ja, wir können ja einfach so machen. Dann geht er das Ding von innen direkt kaputt. Oh, jetzt bewegt er sich. Und jetzt dreht er sich um. Warum drehst du dich? Nee. Oh. Zack. Oh, das ist recht einfach. Oh, das war Asi. Gutes Timing. Da haben wir schon den zweiten Stern, wa? Den nehmen wir natürlich sehr schön mit. Wieder die Commit-Medaille bekommen, ne? Oh! Beides Galaxien, die ich auf eine Art mag. Wir nehmen aber sowas von. Nehmen wir überhaupt schon eine? Haben wir schon die zwei Sterne? Ne, die haben wir, glaube ich, nicht, ne? Nehmen wir beim nächsten Part eine von den beiden Galaxien. Das steht fest. Komm, gönn mal hier einen Wunder. Aua. Zack. Genau. Wir müssen nur eins machen. Das machen wir.
Ah, okay, das ist ja eigentlich einfach. Aber das kriegen wir hin. Oh nee. Das war schon okay. Ah, lol. Gib Gas, Junge. Ne, das machen wir nicht. Nur für One-Ups brauchen wir aber nicht. Cool, eine 2D-Passage. Oh, das ist so cool gemacht, ne? Oh, das war falsch. Ah, dann müssen wir hier hin, oder? Bing, genau, bing. Zack. Ah, ich wollte einen Weitsprung eigentlich machen. Aber okay. Dann machen wir so. Ey, macht halt echt mit perfekt Timing, um ihn zu treffen, ne? Ist unfassbar. Ach, weil man so lange noch in der Luft ist. Oh, das ist schlecht. Echt schwer, muss ich sagen. So leicht ist das gar nicht, wie man es denkt. So, jetzt wissen wir ja den Weg, ne? Einmal hier. Dann einmal hier. Ja, jetzt sollten wir es locker hinkriegen, weil wir ja viel mehr Leben haben. Naja. Das kann nicht sein. Das heißt, wir müssen genau da runter, wo die sind, oder was? Nee. Ich weiß es nicht. Oh, ja. Nicht, dass ich schon wieder sterbe. Oh, das war knapp. Ist echt schwer. Vielleicht ist das Level nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Bin ich ehrlich. Glück. Hä? Ich verstehe die Steuerung nicht. Oh Mann, sauer. Zack. Ja, bitte auch noch bewegen, Kollege. Wir nehmen erstmal alle, die hier so außen sind. Bin mir sicher, dass da, wo die Löcher sind, dass da irgendwo auch ein Stern ist. Okay, geht's nicht weiter, wir müssen mal enden. Aha. Hier haben wir auch nochmal zwei. Okay, bin ja mal gespannt. Wo war man noch nicht? Hier? Ah, wartet mal. Wenn wir jetzt hier reingehen. Ah, das war schlecht. Wir müssen ein bisschen weiter, damit wir auf der anderen Seite kommen. Genau so, und dann können wir hier runter. Haben wir dann alle schon? Ich weiß gar nicht, wie viel man braucht. Ja, dann haben wir alle, gut. Okay, da müssen wir hin. Kriegen wir wohl hin, ne?
Ah, wir laufen da jetzt einfach hin. Geht schneller, als wenn wir hier wieder einen falschen Weg ablaufen. Oh, das war drüber. Schön, da haben wir wieder 3 Sterne gesammelt. So wie im ersten Part, ne? Damit bin ich auch sehr zufrieden. Und was haben wir denn hier freigeschaltet? Das sieht mir nicht nach einem normalen Schiff aus. Ah, okay. Na? Also sozusagen... Ja. Die Sachen, die man erforscht hat, ne? Durch den Welten. Die sieht man dann hier, die Items und so. Finde ich ganz cool gemacht. Gut, Leute, dann würde ich aber auch an der Stelle sagen, was hat mit Part 2, ne? Im nächsten Part werden wir die Wolkenwelt oder die andere Welt, die, ich glaube, Gravitationswelt, ne? Einer von den beiden Welten werden wir uns dann angucken. Oder vielleicht sogar beide, glaube ich, ne? Weil wir werden ja 3 Sterne sammeln. Sehr wahrscheinlich im nächsten Part. Ja, lasst euch überraschen, ne? Falls euch auf jeden Fall das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lässt, ne? Und aktiviert natürlich gerne die Glocke, damit ihr nichts weiter verpassen werdet. Und dann würde ich auch schon sagen, haut da rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.